Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück im Resort. Ich muss gerade mal überlegen, wo wir waren. Ich glaube am Dach noch, ne? Die Ziegeldingers haben nicht ganz gereicht. Da war die Kohle alle. Da machen wir doch nochmal ein bisschen Kohle rein. Da ist auch noch genug Kohle drin. Noch da ein bisschen was raus und verteilen die mal. Yep. Und dann holen wir uns noch ein bisschen Netherstein. Füllen das Ganze hier auf. Da ist auch noch drin. Okay. So, und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wir haben jetzt ja noch ein Stück Dach, was wir machen müssen. Ich glaube, wir brauchen auch noch Treppen, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben ja hinten am Haus auch Dings stehen. Eine Werkbank. Dann machen wir das einfach mal da. Schauen wir mal. So, wie weit waren wir? Ja, also ein Stück Dach fehlt noch, ja. Okay. Dann machen wir uns noch ein paar Treppen und gehen wieder aufs Dach. Und dann würde ich ganz gerne hier das Stück probieren. Ich habe eine Vorstellung, wie das in etwa sein könnte. Zwar keine klare Vorstellung, aber so eine Idee, wie das Ganze am Ende aussehen könnte. Müssen wir mal schauen. Das können wir ja einfach ausprobieren. So. Jetzt machen wir erstmal hier die paar Stufen noch dran. Und dann probieren wir das mal aus. Also es soll ein kleiner Erker werden, dass man so ein bisschen den Eingangsbereich so ein bisschen extra hervorhebt. Und dann ja noch der Stall. Ja. So, bis hierher dann, ne? Genau, da wollten wir dann die Stufen draufpacken. Da würde ich aber erst beide Seiten bis hierher machen. Und dann schauen wir mal, ob das passt oder ob das eher nicht passt. Jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Ah. Naja, was soll's. Gehen wir diesen Weg. So. Dann brauchen wir den da. Den da. Da haben wir doch hier auch noch einiges. Genau. So, jetzt ist die Frage. Wir kommen hierher. Haben wir hier eine Mitte? Hier haben wir keine Mitte. Dann nehmen wir doch das da. Und da haben wir auch zwei, ne? Ja. Okay. Das ist eine gute Höhe. Aber dann haben wir nur eine Dreier-Stallhöhe. Nee, das ist doof. Müsste schon eine Vierer-Höhe sein, ja. Also, wir müssen eins höher. Das ist jetzt wieder von unten ganz blöd zu machen. Dann gehen wir einfach mal ein wenig höher. So. Genau, so wäre es richtig. Ich weiß noch nicht, wie breit wir das hier machen sollten. Ich würde das jetzt erstmal als Zweier lassen. Und, ja, dann gucken wir einfach im Nachhinein nochmal. Da nochmal eine Reihe dran pappen. Das kriegen wir ja hin. So, nein. So. Und dann hier weiter. Ja. Eigentlich müssten das drei sein. Hier. Ich würde das also drei, denke ich, machen.
So. Ja. Und hier dann den Eingang. Nur, naja, so ganz symmetrisch ist das dann ja auch nicht, ne? Also von hier außen ja, von innen nicht wirklich. Okay, aber das macht nichts. Außen ist in dem Fall wichtig. Sieht ja noch nicht wirklich nach was aus, aber hier machen wir auch einfach irgendwie eine kleine Mauer oder so hin. Und dann passt das. Aber reichen dann drei oder gehen wir dann hier eins weiter raus? Nee, drei müssen reichen. Das ist schon mal, wenn wir jetzt hier noch eine Mauer hinmachen, was ja natürlich dann ein bisschen nach was aussehen würde, dann wäre das mit der Tür irgendwie wieder blöd. Und wenn wir das weglassen hier und das einfach in Boden machen und dann hier eine kleine Glasmauer oder so hinpacken, wäre das auch noch eine Möglichkeit. Wir gucken mal, wir schauen dann mal im Nachhinein. Das müssen wir jetzt nicht machen. Obwohl wir das auch vier machen könnten. Ja, mal gucken. So, drei auf jeden Fall. Ah. Wir machen das andersrum. Wir machen hier die Boxen ans Haus. Und zwar wären die dann hier. Ich will die 3x3 machen, weil das Einzelboxen sein sollen. Also hier. Ne? Weiß nicht, das ist jetzt 3. Links. Ja, ich denke, das reicht. 3x3 reicht. Da müssen wir bis hier vorne raus, auf jeden Fall. Ich will mal gucken, ob das nicht zu viel wird, ob das nicht doch nicht klappt. Was geht eigentlich noch, ne? So viel ist das gar nicht. Da können wir noch eins weiter raus. Wir probieren einfach mal aus. Wie gesagt, letztendlich ist es ja schnell wieder abgerissen, wenn es dann doch nach nichts aussehen sollte. So, erstmal gucken, wie viele Boxen kriegen wir denn jetzt hier ans Haus ran. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, dann haben wir Pferd, Pferd, Esel, Maultier. Und hätten hier dann... Ja, dann könnten wir hier noch... Das würde also genau passen, würde genau abschließen hier mit dem Haus. Das wäre doch super. Dann haben wir nämlich Boxen auf jeden Fall genug. Es sollen ja Johnny und Muli sollen ja mit ans Haus. Und 2 Pferde. Und dann haben wir 5 Boxen. Dann können wir eine noch machen, wo wir dann im Sattel und so Zeug lagern können. Kleine Sattelkammer dann. Okay, gut. Also so soll das werden. So soll es nun sein. Wir gucken, ob wir das hier alles hinbekommen. Ja, jetzt müssten wir eigentlich nur die Außenwände komplett hochziehen, um eben auch zu sehen, wie ist es. Und dann können wir nämlich von oben, also ja, oben nämlich eine schöne Terrasse machen. Dann haben wir nämlich hier noch eine riesige Terrasse, die wir noch nutzen können. So. Wie hoch muss ich denn noch? Noch eins, ja. So, und dann kann man nämlich hier schon mal schauen, wie weit sind wir denn hier angekommen? Ah, okay. Wir müssten noch eins höher. Ich weiß nur nicht, ob ich das möchte. Das gefällt mir nicht, wenn wir jetzt noch hier eins höher müssten. Wir könnten ja sonst auch die Tür einfach, also hier machen wir die sowieso nicht hin, wenn an die Seite, so machen, dass einfach eine Treppe runtergeht. Dass wir diesen Boden hier behalten, dass wir hier gar nicht großartig einen anderen Boden reinmachen, sondern den einfach als Terrassenboden behalten. Und so schlecht sieht der ja auch nicht aus. Wir machen einfach irgendwie noch Teppich drüber oder so. Und dann geht das schon.
Weil das sehe dann vorne wieder blöd aus, wenn wir jetzt da eine Zweierhöhe hätten in diesem Ding. Weil das sollte ja nur ein Klotz sein. Alle. Okay. So, jetzt können wir mal eben gucken. Also. Ach, man sieht so wenig hier durch die ganzen Dinge. Ja, ich finde, das ist okay, oder? Und da jetzt eine Terrasse draus macht obendrauf, ja, dass man sieht irgendwie, okay, da ist eine Terrasse. Ich denke, dann sieht das am Ende gar nicht schlecht aus, ne? Hier haben wir dann noch ein bisschen Platz. Hier könnte man dann noch irgendwie, ja, eine Weide dran machen, eine kleine Koppel, damit die Pferde auch raus können. Blumenzeug wegmachen. Und hier hinten haben wir ja noch genug Platz für einen kleinen Garten für uns, ne? Okay, gut. Dann passt das doch alles. Ich habe schon wieder so Hunger. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch gebrannten Lehm in der Kiste haben. Ja, ein bisschen. Aber nicht genug. Also da sollten wir auf jeden Fall noch holen dann. Wir bauen das mal an. Da kommen ja auch noch Fenster rein. Das bleibt ja nicht so. Da kommen überall noch ein paar kleine Fenster rein. So, das war die Höhe schon. Wegmachen. Und das. Ja, aber es reicht nicht ganz. Da holen wir gleich noch. Ist dann ja nicht mehr viel. Soll ich bei das Loch gefallen? Okay. Gut, wollen wir schon Fenster reinmachen? Wollen wir, machen wir. Oh, dunkel. So, also hier sollen Fenster rein. Ich bin mir noch nicht sicher, wie. So vielleicht. Das sieht ja irgendwie doof aus. Dann doch eher vielleicht, so. Ja, so schon eher. Gut, da haben wir dann einmal. Und einmal noch. Ach nee, geht gar nicht. Warum geht das nicht? Ach so. Weil das nicht symmetrisch ist hier. Okay, wir haben da drei frei. Und ich glaube, hinten haben wir dann auch drei frei, ne? Ja, passt. Ne, vier sind es hier. Ah, das ist ja doof. Passt es denn hier genau? Ja. 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 Ah, das kommt, weil wir vorne einen Zweiergang haben, ne? Und kein Dreier. Ja, okay. Gut. Aber dann lassen wir das einfach so und ist es halt nicht hundertprozentig symmetrisch. Ja, mein Gott. Es gibt Schlimmeres. So, dann die paar Klötze, die wir hier haben, können wir da wieder ranpacken. So, fertig. Ja, hier mit den Boxen gucken wir dann, was wir da an Farbe nehmen. Okay. Hier können wir schon mal. Den Boden rausnehmen. Ich weiß noch nicht genau, was ich hier an Boden reinmachen möchte. Such. So. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher.
Was würde an Boden gut aussehen? Also hier so auf der Terrasse. Kies vielleicht? Gucken wir mal, ob wir genug da haben. Doch, Kies fände ich, glaube ich, ganz nett. Wir schauen. So, jetzt brauchen wir gebrannten Ton. Oh, hier wachsen aber die Kakteen auf seltsame Art und Weise. Die haben bestimmt ein bisschen Dennis-Dünger gekriegt. Ah, ja, was aber hier? Ach so, Kies. Ach, jetzt hat mich der Dennis-Dünger durcheinander gebracht. Okay, dann brauchen wir natürlich Getreide für die Boxen. Aber wir brauchen gebrannten Ton. Da, genau. Und wir brauchen Zauntore. Aber nicht Birke. Nee, nee. Akazie will ich eigentlich auch nicht. Ich wollte Schwarzeiche nehmen. Ja. Müssen wir uns halt ein bisschen was machen. Ich habe das Inventar so megamäßig voll. So, ich pack mal eben hier meine Waffen aus. Die brauche ich jetzt im Moment nicht. Da noch. Und nein. Und da noch. Dann machen wir gleich nochmal zwei Stacks rein. Mensch, der Netherstein geht so langsam zu Ende. So. Okay. Und da machen wir uns wieder ein paar Treppen von. Gut. Da können wir noch einmal. So. Was hatte ich gesagt, was wir noch brauchen? Ach so, genau. Zauntore. Wie war denn das jetzt noch? Oh Mann. Man nicht immer überlegen müsste. Ah, okay. 11 Stück reichen uns die? Ne, wir brauchen ein paar mehr. 3 mal 4 sind 12. Also 1 brauchen wir noch. Gut. Was nehmen wir als Abtrennung? Machen wir da Holz oder? Ja, würde ich fast vorschlagen. Da auch Holz nehmen. Wasser brauchen wir noch für die Dings. Haben wir keine. Okay. Jetzt machen wir erstmal das fertig. So. Kies. Ach, jetzt habe ich keine Glasscheiben mitgenommen. Ich glaube, da würde weiß ganz gut aussehen. Also weiß oder schwarz. Aber ich glaube, eher weiß würde da wirklich gut aussehen. So, und jetzt ist auch die Frage, nur so ein Zweierkiesweg? Oder Kies und dann die Scheibe drauf. Das würde ich eigentlich beinahe machen wollen. Wir machen das mal. Ach, das ist echt doof, dass wir jetzt hier die Dings vergessen haben. Die Scheiben. Aber jetzt machen wir hier erstmal schön Böden rein. So. Licht müssen wir hier ja auch noch irgendwie unterkriegen. Und die letzte Box. Ich häng fest. Ne.
Okay. Und da kommt ja keine hin. Da würde ich ja eigentlich auch alles Schwarzeichenboden machen. Nee, Schwarzeichenboden wäre doof. Weil wir ja schon hier die Dings haben. Die Abtrennungen, Schwarzeiche. Was machen wir denn hier für einen Boden? Cleanstone wäre eigentlich ja für einen Stall ganz gut geeignet. Ich glaube, dann nehmen wir Cleanstone. So, okay. Dann noch die Tore rein. Okay. Und hier müssen wir noch ein bisschen höher gehen. Mindestens zwei. Weil dann nämlich sonst die Pferde nämlich einfach drüber hüpfen. Und da noch. Ich glaube, das reicht aber von der Höhe nicht. Ne. Aber ich habe da noch eine Idee. Das gucken wir dann aber erst im nächsten Part. Also bis denn. Ciao, ciao.